Hier geht's rund, Leute, hier geht's rund. Also mach mal runter, beginn mal wieder. Ja, Junge! What the fuck? Hey, das war eigentlich die Bestrafung, du kommst einfach hoch und isst das. Oh mein Gott! Was, bist du dumm? Sind wir on? Ja, hey. Liebe Leute, hey, hallo! Online. Warst du denn? Das geht voll überraschend. Ich hab noch gerade so. Er fragt mich noch gerade so, sind wir überhaupt online? Ja, sind wir tatsächlich. Rivi postet gerade noch schnell, mach mal schnell fertig. Komm, das ist von Pietro sogar, das ist gar nicht mein Handy. Pietro Lombardi, ein Applaus für Pietro Lombardi. Kevin, komm da nach vorne. Kevin! Alter! Kevin Teller! Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt machen muss. Ich habe das Skript nicht gelesen. Umso besser. Wer bist du? Ich mache so Livestreams. Erzähl mal, was machst du so auf deinem Kanal? Perfekt. Ich würde sagen, Leute, wir... Comedy Gott, Bruder. Absolut, oder? Das bin ich. Kennst du LOLW oder KECW? Ja, komm. Richtig witzig. Mach einfach weiter, Digga. Poggers, Alter, Kevin. Pog-Champ hier. Oh, Mann, okay, Alter. Okay, pass auf. Wir haben jetzt noch was zu was geht ab? Ist da irgendwas schiefgelaufen? Alter! Ich würde mal Chat eingehen. Ich Gäste nach vorne. Ja. Max, willst du mal kurz? Komm, ein Applaus für Tryman! Ganz ehrlich, wie würdest du den Teig jetzt dünn kriegen? Sei mal ganz ehrlich. Kneten und so eine Rolle und wieder zusammen machen. Das ist so dumm. Man nimmt doch wohl einen Hammer, ist doch wohl klar. Echt? Ja, okay. Klar. Pietro, du hast auch Spaß? Ist mega chillig. Romatra und Pietro verstehen sich total gut. Ich habe einen neuen besten Freund gefunden. Ja? Du bist mit Romatra befreundet? Bester Mann. Pietro und Romatra, was ist denn hier passiert? Das ist so ein geiles Duo. Wir machen Feature. Also wir haben ja wirklich gesagt, pass mal auf, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, ja? Wir haben uns jetzt gedacht, wäre es nicht geil, wenn wir irgendwas Kirmesmäßiges machen, weil Kevin ist ja auf der Kirmes groß geworden, hat Schaustellerkind und so. Sau nice. Haben wir uns überlegt, Kevin, wie wäre es, wenn du wieder schießen darfst? Nice. Schießen. Wir haben eine Schießbude am Start und wir machen jetzt Christbaumkugelschießen. Das sind die Dinger, die man normalerweise an einem Baum hängt, deshalb hängen hier auch keine dran. Die haben wir alle draußen am Schießstand. Das Ding ist so krank scharf. Max, glaub mir, der wird danach eiskalt. Ich kann scharf gar nicht essen. Du musst es wenigstens ein klein bisschen. Ja, okay. Okay. Digga, das ist Eiskunde. Du kannst auch nur nippen dran. Ja, ja. Okay, wir sind ja nicht so streng. Also wir einmal alle drei. Jungs, kommt also nach vorne. Wir machen das aber nacheinander, würde ich sagen, damit wir die Reaktion auch schön ja anfangen. Kevin, magst du anfangen? Wie riecht das denn schon? Okay, Jungs. Okay, warte. Kevin? Danke. Kevin, dreh dich um. Kevin, kannst du mal in die Kamera drehen, damit wir so schön sehen? Okay, darf ich mir jetzt den ganzen Löffel rein, oder was? Nee, musst du nicht. Nur wie du weißt. Aber schon mal ist scharf. Ganz vorsichtig. Sterbe ich nicht, das jetzt aber ja, extra? Ja, wenn du es komplett isst, stirbst du. Kriegst es hin, Bro. Ist es nicht so schlimm wie der eine? Ja, komm. Okay, jetzt bin ich gespannt. Der haut das echt weg? Ja. Oh. Er wollte unbedingt alles. Mir hört die Regie, sagt mir nicht alles davon. Oh, das ist krass. Alle haben geschrieben, nicht alles. Hast du was zu trinken? Kevin, checkst du, dass ich gekotzt habe? Ist dir schwindelig auch gerade? Das ist auf jeden Fall stark. Ja, stark? Ich brauche was zu trinken. Kann jemand dem Kevin mal was zu trinken bringen? Das wäre super lieb. Überhaupt nicht. Jungs, bringt da immer sechs Glühwein, Flaschen Wasser. Glühwein. Wir werden noch mehr brauchen. Das ist so hart, das hat so einen Nachbörner, ne? Hatte ich eben auch. Das kommt erst schnell. Ich wollte mich mit euch unterhalten. Das dauert 20 Minuten, Bro. Trimax, okay, gib dem Trimax mal ein bisschen weniger, weil der Trimax... Ey, aber die meinen alle... Ich komm auf jeden Fall nochmal vorbei. Ja, die haben immer wieder aus der Produktion geschrieben, nicht alles, nicht alles. Und er haut sich alles rein. Ja, mutig, ja. Der Babaplatte. Ein kleines Stück, du musst nicht alles essen. Okay, ein bisschen weniger. Du kannst auch Max, das Ding ist, das Schoko, das kommt so geil. Kevin, alles gut? Was ist das Scharfe? Das Scharfe ist das komplette Eis. Das ist Schokosoße oben drauf. Das macht keinen Unterschied. Ach so. Ja, das ist so sehr scharf, okay. Rein damit. Das sieht aus wie so ein Fußballtrainer nach Verlaufen. Das sieht wirklich aus wie ein Fußballtrainer. So. Ist es schlimm? Das Spiel, das muss ich mir genau so anschauen. Was? Das ist eine ganz alte. Das habe ich noch nie gehabt. Steh doch so, ey, mach dich stabilen Mann. Was soll ich euch sagen? Kevin, komm mal kurz ins Bild. Guckt ihn dir an. Schaut ihn euch an. Da, schau ihn dir an. Oh Mann. Max, ein Applaus für Max und Kevin. Max rennt. Ja, Max rennt. Habt man schon mal Trimax Wein sehen? Es ist so schön hier, oder? Du bist glücklich, dass du dabei bist, das ne? Ist so ein tolles Danke, Max. Ey, ich wollte jetzt auch was zu trinken nehmen. Ja, ich hole was drauf. Okay, wer ist der nächste? Tim? Tim, du bist dran. Max, krass durchgezogen. Dann komm, Jungs, guck mal, du kriegst so ein Special Topping. Das in der, oh, der hat's mit Paprika gegessen hier, der Tim. Können wir noch mal ganz kurz ein Bild von Trimax einfangen, Max? Ich würde es echt nicht machen. Ich würde das Eis nicht essen. Boah, Digga. Ich kriege mal Schluck auf, wenn zu schauen. Max!
Hier geht's rund, Leute, hier geht's rund. Die Nase. Mach mal, gib mir mal die Wasser. Gib den Tim bitte, Mann, Wasser. Einer ein Wasser, wir brauchen Wasser für Tim. Ja, das Eis hilft, ne? Wasser? Kommt jetzt im Moment. Du kannst auch schnell reinrennen, wenn du magst. Du kannst dich einmal ausruhen. Ey, das ist echt kein Spaß, ne? Bruder, ich hab's selber gegessen und ich find's witzig. Was meine? Du hast Junge, ja! Flasche so schief geil. Sehe ich aus, als hätte ich Wasser in der Hand. Lacht einfach nur. Alter, das ist wild, was wir hier alles haben. Trimax, Alter. Trimax braucht noch ein Eis. Trimax braucht noch Eis. Nimm dir so viel du brauchst, Alter. Und ich soll einmal hier rüber gehen, warte mal. Oh, Junge! What the fuck? What the fuck? Oh, da fällt extra weiter drauf. Komm, ich helf dir. Beiß mal richtig geil da rein. Boah, der das stinkt, stinkt, boah, wirklich stinkt unglaublich, Alter. Mit Mandarine gehst du. Nee? Kevin, magst du probieren? Let's go! Ey, du willst den echt probieren? Applaus für Kevin! Kevin! Papa! Platze! Digga, sind da Zwiebeln? Ja, das ist pikant. Das sieht mehr aus nach Döner oder so. Ja, nee, das ist pikant. Ja. Nein, Bro, das ist viel zu wenig. Du musst schon ein bisschen mehr. Der muss ja gar nicht ein bisschen essen, mehr. Du musst das gerade mal gesagt, freiwillig. Ja, nimm mal richtig was. Ja, klar. Egal. Wie schmeckt, wonach, was schmeckst du raus? Thunfisch, nur. Das ist disgusting. Ey, das war eigentlich die Bestrafung. Du kommst einfach hoch und isst das. Das musst du nur einer essen. Das, du musst es gar nicht. Das hat er doch nicht gesagt. Das ist eine Bestrafung. War eine Top-Zeit. Der kommt lecker, einfach hoch, oder? Und futtert die Bestrafung auf. Ja, er wollte doch. Was ist los, Mann? Ja, gibt's hier irgendwie ordentliche Kekse oder so? Nein, Bro. Aber nein. Check this. Real talk. Oh, ich kann nicht noch mehr Süßigkeit essen. Try. Ihr hättet mal eine Pizza machen sollen. Ja, oder? Haben wir hinten. Try. Fettes, fettes Shoutout auf jeden Fall an die Cookie Bros. Vielen, vielen Dank. Boah, das war ja, sehr, danke auch an sehr wild. Wir brauchen nochmal die gesamte Aufmerksamkeit. Alter, ich kann nicht mehr reden. Wir haben nämlich was vorbereitet und zwar Schrottwichteln. Wir haben ja alle von zu Hause Schrott mitgebracht. Kevin hat sein Merch mitgebracht, mega nice. Den verschenken wir uns hier gegenseitig zum Schrottwichteln. Ich würde sagen, wir machen ja eine Reihe nach auf. Kevin, was hast du drin? Was ist das denn? Mal gucken, wie er schon guckt. Was ist das? Ah, das ja, war ja, gar das nicht so schlecht. Zuschauer bekommen, das habe ich weggeworfen. Ja, Joyce, geil, willst du das nächste? Gerne, gerne. Oh. What the fuck? Rosa, das ist genau meine Farbe. Oh, das ist für den nächsten Film. Ich weiß, was das ist. Was ist das von euch, ne? Was ist das? Das ist eine Sauna. Alter, das was ist das? Das ist haltbarer Fetischclub, wie geil ist das denn? Das ist wirklich so eine kleine Sauna. Kippst du viel? Das ist eine Sauna. Warum habt ihr sowas? Geil. Wir brauchen das mal echt für ein geil. Video. Ah. Hier, aber das ist noch nicht alles. Da verbirgt sich noch eine richtig schöne. Was ist hier ist das auch noch. Denn? Oh, gibt's noch was? Kombi-Ticket für die Rheinfähren. Bad Godesberg. Sauber. Komm, ich hab mal richtiges Ding reingelackt. Dann machen wir weiter. Walle, was hast du hier? Okay, ich weiß nicht, von wem es ist, aber jetzt schauen wir mal. Ah, das ist ja sogar geil, Alter. Jeder Adam Sandler-Film ist geil. Oh, das weiß man. Jetzt wird's aber schrottig. Was ist das denn? Ah, einfach so in das Produktionsmanagement. Die hast du wahrscheinlich mal für dein Studio gehabt. Sau nice, ey, vielen Dank. Was ist das denn? Das schreit nach einem YouTube-Video. Oh, oh. Ich habe eine Pie-Face-Challenge. Cream-Pie-Challenge, ja. Nee, falsches Wort. Und das kannst du ja auch als Koch Cream Pie-Challenge ist falsch. Aufgehoben. Alter, ein mega Seifenblasengerät. Ah, jetzt sehe ich. Laserschwert. Geil. Das ist wirklich geil. Das ist total wild. Nee, pusten. Nee, schwenken, oder? Oh. Hey, wie kannst du, wie viel Munition hast du? Munition? Ist das Saufen? Das ist einfach Saufen. Das ist Saufen? Das ist einfach Schrott, für uns du sollst doch nichts Sinnvolles schenken. Hä? Köhlers 2020 Birnenbrand, das Original aus Chefs. Birnenbrand! Aus Ei! Ja. Oh, Alter, oh. Das ist geil. Oh. Er hat nicht geschafft. Schade. Chef Krobe, komm kurz zu mir nach vorne. Alter, was ist das? Das ist geil, das ist Kuchen, das ist Kuchen. Ich will nur, dass ihr die Zähne ausbeißt. Das sind ein paar Gewichte mit Porree, geil. Digga, hier sind einfach so viele Mettwürste drauf, das ist so dumm. Ich bin der einzige Vegetarier, der kriegt das Geschenk mit Mettwürsten. Ist das einfach eine Druckerkartusche? Von wem ist das? Aber die ist leer. Alter, das ist chillig. Hä? Scheiße, Alter. Digga, wie dumm, was soll ich denn damit?